Guten Morgen, meine Lieben. Es ist 5.30 Uhr. Ich bin schon geduscht und fix und fertig für den Tag. Ja, es ist so jetzt so diese Zeit, die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen. Mein Kaffee steht schon da. Ich zeige euch noch da hinten. Ah, ich kann auch so rumgehen. Sieht man kurz den Pfeiler. Ja, da kommt sie jetzt gleich. Unsere liebe Sonne. Es sind 21 Grad. Das Lüftchen, was geht, ist richtig kühl. Ja, und ich werde jetzt erstmal in aller Ruhe meinen Kaffee trinken. Ich denke, wir fahren heute noch Pflanzen kaufen. Also die Bäume hat er gestern noch gepflanzt. Und dann war die Luft raus. Den Rest machen wir heute. Ja, so geht es jeden Tag ein bisschen weiter. Im sonnigen Thailand. Ja, meine Lieben, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Jetzt haben wir den Sonnenaufgang. Ich habe schon ein Brioche in der Brotbackmaschine. Und ja, schaut euch das mal an. Ich gehe mal noch mal ein bisschen runter. Dann könnt ihr auch eine Spitze vom Dach sehen. Und werde dann... Ja, schaut euch das Bild an. Ach, ist das schön. Ich gehe noch mal höher. Da geht sie auf. Jetzt im Moment. Schade, dass man nicht noch ein bisschen ranzoomen kann. Aber das ist ein wunderschönes Bild. Ja, ich denke, wir drehen uns mal noch ein bisschen. Die Felder sind abgeerntet. Keine Vögel auf der Leitung. Ah doch, einer. Ja, auch hier beim Schwiegervater ist alles abgeerntet. So weit bis an den Baum. Oder die Bäume. Dann schauen wir mal noch hier, ob wir übers Dach sehen. Nee, das können wir nicht. Da müssten wir dann so ein bisschen rüberfliegen. Ja, machen wir mal diese Richtung. Ah ja, und wir drehen uns nochmal nach der Sonne. Ja, links und rechts müsste man nicht verwechseln. Das ist hier nicht schön angegeben. Ja, sie kommt. So sicher wie jeden Tag. Ja. Ja, da könnt ihr mich noch sitzen sehen. Und die Stehleiter sehe ich gerade, die habe ich gestern nicht mehr weggeräumt. Vor der Terrasse die ganzen Blumen. Ja, richtig schön. Mir gefällt's. Ich hoffe euch auch. Oder nicht? Ja. Prost, noch ein Kaffee. Wir werden noch bei der Garage brauchen oder es muss dann verschrottet werden. Und hier haben wir die drei großen, die wir gepflanzt oder die er gepflanzt hat. Die sind also ja gute 3 Meter, weil das kann ich so ungefähr abschätzen, weil ich ja meine Größe kenne. Ja, hier der nächste. Die wollte ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Und hier haben wir eine schöne Palme. Da werden wir noch ein, zwei von holen. Da haben wir gestern gut gewässert.
aber da hängen die Blätter noch so ein bisschen traurig rum. Ja, hier steht noch ein bisschen was rum. Das kommt dann heute noch in die Erde. Oh, und hier hat er unseren Baum gestützt gestern noch. Sehr schön. Da hat er von meinen Steinen da hinten geholt. Naja, und das Häuschen da dran gestellt. Ich habe auch schon gedacht, was macht er mit dem Häuschen da? Ich saß auf der Terrasse, es war schon dunkel. Ich hatte keine Lust mehr gucken zu gehen. Ja, prima. Der ist natürlich schon 2, 4, 5 Meter hoch. Ja, und der, wie gesagt, der Rest kommt heute auch noch in die Erde. Da mussten wir einen Topf ja umkippen, der war voll mit Ameisen. Die hat auch schöne Blüten. Diese roten, das ist eigentlich ein Unkraut, aber man kann es auch im Gartencenter kaufen. Da hatte ich in Nongbo so 2, 3 Stripschen abgeknipst irgendwo und in die Erde gesetzt. Guck mal, wie schön die kommen. Und da hinten haben wir auch meinen Spitzwegerich. Ja, und dazwischen natürlich ganz viele selbstgezogene Sachen. Mein Spitzwegerich zeige ich euch auch noch. So, der ist hier zu sehen. Wunderbar, so wie in Deutschland in der Natur, zwischen anderen Gräsern. Ja, und das sieht auch wunderbar aus. Die Pflanze ist ja richtig groß geworden, mein lieber Schwan. Ja, da sind schon die ersten Früchte dran. Ich glaube, ich weiß noch, wo eine größere ist. Selbst gezogen. Ja, guten Appetit. Ja, wenn wir schon dabei sind, das ist die Ausbeute von dem anderen Gewächs. Das sind Melonen. Die sind auch ganz schön geworden. Ja, hallo meine Lieben, dann schauen wir mal, was sie hier machen. Ich gehe mit euch mal ein bisschen rund. Ich hoffe, der Motoralarm ist nicht zu laut. Wir wollen ja noch ein paar Pflanzen kaufen. Da hinten ist er schon am Aussuchen. Oh, oh, ob sie hier durchkommt, müssen wir mal schauen. Das ist natürlich hier ein bisschen schwierig wegen den ganzen Pflanzen. Aber es müsste gehen. Ja, sie kommt durch, hat aber schwer mit dem Wind zu schaffen. Promotion! Ja, sie kommt hinterher. Wir können schauen, was wir heute kaufen. So, dann schauen wir mal hier noch weiter. Die haben also so eine Riesenauswahl, das ist richtig schön. Da weiß man gar nicht, was man zuerst kaufen soll. Ich gehe mal mit euch hier noch weiter. Da könnt ihr die ganzen Töpfe sehen. Orchideen gibt's noch. Ja, sie hat schwer mit dem Wind hier zu kämpfen, aber schauen wir einfach mal rum. Ja, irgendwo ist sie jetzt hängen geblieben. Da bin ich. Hallo.
Ja, da ist sie vorhin hängen geblieben. Ist aber nicht schlimm. Sie landet dann. Ja, da hinten sind noch ganz viele Pflanzen. Hier haben wir die Seerosen. Da müssen wir noch mal neu kaufen. Ich glaube, da ist unser Zeug bei Guy kaputt gegangen. Das macht aber nichts. Ich gehe mal mit euch weiter hier durch die Halle. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn nicht, wisst ihr ja, wo der Knopf ist. Das habe ich die Tage schon im Video gezeigt, aber jetzt geht's halt aus einer anderen Perspektive. Ja, ich bin mal gespannt, wann mein Baum so schön ist wie der. Da vorne wird alles bewässert, das ist der Rollrasen. Da werden wir uns auch noch einiges zulegen. Ach ja, und unser Baum wird natürlich richtig abgestützt. Das musste ich auch noch sagen. Denn der kann natürlich so nicht bleiben. Ja, die hier haben die meiste Auswahl hier. Das Ding ist riesengroß. Geht ja bis ganz da hinten. Hier werden wir auch noch was kaufen. Oh, hoffentlich wird sie nicht nass. Hier haben die die Toilettenanlage. Also das ist wirklich hier. Das hat was. So. Hier noch, da hinten noch. Also hier ist ganz, Ja, ganz viel meine zu Lieben, wie sehen. immer, abonniert den Kanal. Okay. Wer möchte, kann Kanalmitglied werden. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.